Die SG Leutershausen entscheidet das Lokalderby gegen den TVG Großsachsen für sich. Mit 36 zu 29 gehen die Roten Teufel vom Parkett. Wir haben diese Woche das erste Mal regeneriert, weil das letzte Spiel gegen Wallenda hat brutal viel Kraft gekostet. Und meine Mannschaft hat heute lange gebraucht, bis sie Betriebstemperatur hatte. Und wir haben es halt in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Die Mutter aller Lokalderbys beginnt aus Leutershausener Sicht standesgemäß. 1:0 durch Hannes Volk. Doch nicht nur präzises Zuspiel am Kreis beherrschen die Roten Teufel, auch Tempospiel zelebrieren sie gerne. Simon Spilger, der Schütze. Großsachsen hält in der Anfangsphase noch dagegen. Tobias Kohl besorgt im Alleingang den Ausgleich. Hier der erste Streich und das der zweite. Das Derby verspricht spannend zu werden. Tabellenführer gegen einen Zehnten, der sich wehrt. Doch 2 7 Meter und einen Tempogegenstoß später heißt es schon 5:2. Jonas Gunst. Doch noch halten die Gäste dagegen. Thomas Zahn für den TV Germania. Die Partie äußerst kurzweilig und unterhaltsam. Hannes Volk, der Schütze des 6:3. Und dann beginnt das Desaster des TV Germania Großsachsen. Der Favorit Leutershausen zieht gnadenlos und effizient davon. Das Derby, eine Demonstration von Stärke und Überlegenheit. Vom 6:3 zum 12:3 nahtlos, da lehnt sich der SGL-Fan genießerisch zurück. Auch Youngster Max Schmidt trägt sich gleich zweimal in die Schützenliste ein. Da scheint alles gegessen. Halbzeitstand 20:9 und wie dann weiter? Wir wurden ein bisschen überrascht dann auch vom Tempo von Großsachsen. Ich denke, damit haben wir so nicht gerechnet. Wir haben uns zwar vorgenommen, das Tempo weiter hochzuhalten, aber es war leider nicht so umzusetzen, wie wir uns das vorgenommen haben. Die Mutter aller Derbys hat eben ihre eigenen Gesetze. Jetzt zieht Großsachsen vom Leder und das gewaltig. David Ewald. Und Sebastian Geider lässt die SGL-Deckung ganz alt aussehen. Zeigt in der Folge, dass auch Tempospiel zu seinem Repertoire gehört. Genauso wie Tobias Kohl, der ebenfalls eintütet, als sei es ein Spiel im Training und nicht eins gegen den Tabellenführer. Kohl zeigt übrigens auch, was das Salz in der Suppe eines Derbys ausmacht. Einsatz und Durchsetzungswillen. 21:16 heißt es hier. Auch Thomas Zahn mit der 14 positioniert sich geschickt, nutzt die Lücke und verwandelt. Auch er in der Folge mit Tempospiel und Kabinettstückchen zum Abschluss. Wir haben gesagt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir sind Großsachsen, wir kommen über den Kampf ins Spiel. Haben uns vorgenommen, jetzt 60 Minuten lang Gas zu geben. Und genau das haben wir umgesetzt. Was dann so aussieht und im Übrigen genau den Erwartungen besser den Befürchtungen des SGL-Trainers entspricht. Genau das kommt, was in der zweiten Halbzeit passiert, dass wir einfach aus der Kabine kommen und nicht mehr da anknüpfen, weil es ist natürlich trügerisch. Ich glaube, 20:9 stand's. Und dann haben wir einfach ein bisschen Aggressivität in der Abwehr missen lassen und dann steht 6:1 und dann in der Derby-Stimmung zurückzukommen, ist recht schwierig. Großsachsen erspielt sich in dieser zweiten Halbzeit den Respekt der gesamten Halle und das völlig zu Recht. Zweite Halbzeit muss ich meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Sie hat nie den Kopf in den Sand gesteckt und hat wirklich fast das Spiel noch gedreht. Wir waren auf 3 Tore ran und von daher ist es in Ordnung. Letztlich aber setzt sich die Klasse und Stärke der SGL durch. 36:29, ein Derby der Extraklasse.